So, da wäre ich wieder. Ich habe jetzt einfach mal die Vanilla-Version um 004 Versionen erhöht. Also von 13 auf 17 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und Lenfell ist nicht kompatibel. Ja gut, das ist das geringere Problem. Da kann ich mir später eine neue Version rausholen. Und das meiste habe ich jetzt ja eh schon gesetzt. Also gucken wir mal. Ja, Klaus. So. Also es dürfte eigentlich nicht so viel verändert worden sein durch das Vanilla-Upgrade. Das waren alles nur Bugfixes. Und jetzt warten wir auf das Ende der Forschung und auf den Angriff. Und dann gucken wir, ob der Fehler wiederkommt oder nicht. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen recherchiert, was den Fehler auslöst. Und anscheinend ist es Ressourcenmangel. Was ich ein wenig irritierend finde. Weil Ressourcenmangel tritt ja doch andauernd mal auf. Also wenn eine Maschine etwas haben will und es ist dann nicht da, dann kann der Fehler wohl auftreten. Also in dem einen Forum meinte zum Beispiel jemand, dass er eine Holzaxt bauen wollte. Er hatte nur 24 Holz, er bräuchte 25 und dann kam der Fehler. Also sehr komisch. Deswegen hoffe ich halt, dass jetzt durch das Update von der Vanilla-Version das Ganze ein bisschen stabiler ist und der Fehler nicht mehr auftritt. Weil jetzt müsste es eigentlich crashen. Jetzt war der Angriff ist vorbei. Und es passiert nichts. Also sehr schön. Es war ein Vanilla-Bug, der wurde Vanilla behoben. Alles ist gut. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte überleben. Turm zerstören ist nicht gut. Aber ja, ein Turm, der ist in 5 Nanosekunden aufgebaut, ist okay. Ich wollte die komischen neuen Dinger ausprobieren. Wo sind die komischen neuen Dinger? Ihr wisst, was ich meine. Die Modul-Erweiterungs... Die Beacons, genau, Beacon. Wo, da ist ein Beacon. Bauen wir ein Basic Beacon. Und das setzen wir jetzt da, wo das größte Problem momentan ist, beim Kupfer. Das heißt, wir setzen jetzt ein Beacon hier hin, ballern dann die Produktivitätsmodule MK6 da rein, die ich ganz gerne auch im Inventar hätte. Dann warten wir, wir kriegen jetzt die 7er schon, ne? Bauen wir 6er. Ich hätte davon gerne mehr. Beacon? Beacon. Oh, die Reichweite ist sehr beschränkt. Okay, das müsste ich also in meine Planung der Basis auch mit reinbeziehen, dass das Beacon die alle erwischt. Und es passen nur zwei rein. Und es passen keine Produktivitätsmodule rein. Ja, das ist ja super. Speedmodule. Das heißt, die laufen jetzt noch schneller. Ja, das ist ein kleines Upgrade. Du kommst nicht schnell genug. Ach so. Oh, du bist noch gar nicht umgestellt auf sauberes, angeliefertes Erz. Hatten wir es überhaupt vor? Also erstmal staut sich das hier irgendwo. Sehr gut. Staut es sich noch irgendwo? Nein. Aber das könnte jetzt hier schon fast reichen. Also ich hatte wohl zwischendurch auch überlegt, dass wir das saubere Erz dann auch von den Robotern dahin fliegen lassen, aber nee, jetzt erstmal nicht. Du kannst weg. Die arbeiten jetzt schneller, ja. Ja, das finde ich schade, dass da keine Produktivitätsmodule reinpassen. Also vielleicht die 7er oder 8er. Dafür brauchen wir lila Chips. Gib mir bitte mal lila Chips. So. Dann bräuchten wir 4 davon. Also ich mache das jetzt nur gerade, um die Maschinen unten ein bisschen zu entlasten. Die werfe ich auch gleich rein in die Produktionsanlage. Habe ich euch irgendwie abgebrochen? Nein. Ihr arbeitet nur so nicht. Da. Du bist ein Vierer. Ihr seid Vierer. Was fehlt dir? Blaue Chips? Blaue Chips. Speed, Speed, Speed. Was? Speed. So. Ich brauche 4 von euch.
das ist aber so krass, wie viele Ressourcen da drauf gehen. Wie viele Ressourcen braucht ein blauer Chip, wenn er gegossen wird? Oh, das geht. Schwefelsäure, ja, Öl könnte ein Problem werden. Also 20 Kupfer und 15 Eisen. Das sind 2 Rohkupfer. Richtig, also ein Rohkupfer war doch 10 Flüssigkeitskupfer. Was? Nee. Oh. Flüssigkeiten. Oh. Wurde was geändert? Ein Liquid Copper sind ein Flüssigeisen. Flüssigkupfer. Das hätte irgendwie einen Faktor 10 in der Umrechnung. Also nicht, dass es 10 mal so viel wird, sondern die Sachen brauchen dann auch. Also eine Kupferplatte braucht dann auch 10 Flüssigkupfer statt einem. Aber das kann ich ja nachgucken. Du brauchst 0,4. Oh, entweder täusche ich mich da gerade tierisch oder da wird was geändert. Ja. Gut, das heißt, wir brauchen 20 Erz für einen blauen Chip. Und wir brauchen halt bei jedem Sprung hier 5. Das geht ganz schön in die Kosten. Oh, stacken die Boni von dem Beacon. Hör mal auf mit dem Spielkram da. Wir wollen jetzt mal einen Beacon setzen, den hier hin. Du arbeitest nicht, weil du keine blauen Chips hast, ja. Sind hier noch irgendwo Chips über? Wände nur grüne, ja. Das sagt die Übersicht. Wir haben 31.000 dreckiges Kupfer. Geil, jede Menge Kohle, jede Menge Stein, jede Menge Schwefel, jede Menge Plastik. Dreckiges Eisen, sauberes Eisen. Und 2.200 grüne Ärmchen. Da habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Huh? 1.900 Chitin. Ich könnte also langsam wirklich die ganz tollen Mauern bauen. Huh? 2.500, ja. Was bist du? Tungstenstahlmauern. Ja, nee. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil es gibt nur ganz begrenzt Tungsten auf der Karte. Und das waren dann immer nur ein Feld und das hatte 50 oder so Einheiten drin. Das kann doch nicht funktionieren. Ja, die warten jetzt alle auf blaue Chips. Also, wir brauchen später, sagen wir mal, 4-mal flüssig grüne Chips. 4-mal flüssig rote Chips, 4-mal flüssig blau. Ein bisschen übertrieben, oder? Komme ich doch niemals hinterher. Also mindestens alles 2-mal. Wir müssen es übrigens nicht staffeln. Also wir brauchen nicht doppelt so viel grüne wie rote, doppelt so viel rote wie blaue. Weil zum Gießen brauchen wir die Vorstufe ja nicht. Vorher war es ja so, als wir das Ganze von Hand oder Maschinen gebaut haben, dass wir die grünen Chips brauchten, um die roten Chips zu bauen und die roten Chips brauchten, um die blauen Chips zu bauen. Das ist ja jetzt nicht mehr so, was irre praktisch ist. Ja, gut. Crafting Speed plus 40%. Ja, ich wollte aber eigentlich gerade überprüfen, ob das irgendwo stackt. Ich wüsste nur nicht, wo. Achso, doch ihr. Ihr... Was? Ist langsames Speedmodul drin. Schäm dich. Das erklärt natürlich, warum der Sludge immer wieder voll läuft. Aber gut, du hast Crafting Speed 3, du hast plus 200%. Jetzt nehme ich mal so ein Ding. Hau das hier hin. Und hau da nochmal Speedmodul rein. Jo, stackt auf jeden Fall. Crafting Speed 3,4%. Die Reichweite von denen ist nur echt übel. Das heißt, eigentlich müssten die in die Mitte, drumherum müsste die Maschine angeordnet werden und das wäre dann ein Arbeitsblock. Ja, mal gucken. Da könnte man bestimmt auch noch sehr interessante Designs für entwickeln. Ich denke, darum geht es fast mit in diesem Spiel. Möglichst praktische Designs zu finden, jedenfalls die einen selber ansprechen, was Produktivität und Optik angeht. Und dann nach und nach halt die Basen immer so umzubauen, dass sie eher dementsprechend, was man gerne hätte. Oh ja. Woran sollte ich jetzt arbeiten? Ich bin schon wieder am hilflos hin und her laufen.
Die brauchen sehr, 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 sehr viel mehr Ressourcen. Du kannst weg. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich dafür sorgen, dass wir mehr Ressourcen bekommen. Das heißt, wir müssten jetzt Lava weitermachen, damit wir mit den besseren Schmelzöfen anfangen können. Also richtig, 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 richtig viele Zentrifugen. Dafür müssen wir auch noch einen Platz finden. Hm. Seid ihr endlich leer? Nein, aber bald. Gut. Also hier nach oben kommt Lava kalt, Lava heiß. Da ist eine Forschungsanlage. Die Forschungsanlage sollten wir auch noch da schieben. Achso, ja. Test. Ich hoffe mal, es lag jetzt doch nicht daran. Erforsch mal bitte das da. Scheint soweit alles gut zu sein. Ich könnte da und da nochmal einen Beacon hinhauen und die alle nochmal boosten. Also wenn man Platz über hat, sind Beacons echt super. Britzel, Britzel, Britzel. Science Packs kommen. Na, wie schaut es eigentlich mit Robotern aus? Wir haben genug Roboter. Weil es wurde in den aktuellsten Kommentaren, die ich bisher jedenfalls gelesen habe, auch vorgeschlagen, dass wir sehr darauf achten sollten, dass die normalen Dietech-Roboter durch MK1-Roboter ersetzt werden. Ah, okay. Das ging schnell und ohne Probleme. Sehr gut. Was jetzt? Bessere Akkus haben doppelt so viel Output. Wäre ganz praktisch. Bessere Toolbelt wäre praktisch, brauche aber die da. Also erstmal nichts, was Lila Science Packs braucht. Größere passive Kiste brauchen wir nicht. Advanced Repair Packs haben wir, glaube ich, schon. Construction Bots MK1. Wäre ganz praktisch, weil sie schneller sind, aber so wirklich notwendig? Nee. Bessere Fabriken hätte ich sehr gerne. Das heißt, wir sollten jetzt darauf gehen, die Industrial Science Packs zu machen und danach die Fluid-Dinger zu erforschen. Fluid-Dinger können wir aber erst erforschen, wenn wir die gebaut haben. Also brauchen wir irgendwas als Lückenfüller an Forschung. Nehmen wir doch mal die hier, die wollte ich eh haben. So, das heißt, das bauen wir jetzt. Jetzt bauen wir eine Anlage. Ich denke mal irgendwo hier in der Nähe der anderen Forschungssachen. Eine Anlage, die neuen Science Packs baut. Die da. Das ist einfach nur eine Fabrik mit zwei Kisten und zwei Ärmchen. Ja, okay. Da. Ich überlege mir gerade ein Muster. Bau bitte erstmal wieder Fabriken.